So, Rekord. Jetzt. Herzlich willkommen zur 93. Ausgabe des Techtelmechtel-Podcast. Wie immer am Mikrofon unser Auslandskorrespondent Alexander. Hallo, Ja, Alexander. hallo, Clemens. Und ich, er hat es schon genannt, mein Name ist Clemens und ich sitze im Hauptstadtbüro. Hallo. Ja. Ja, okay. Bitte, was gibt's aus dem Hauptstadtbüro Neues? Nix eigentlich. Hopp. Gar nichts. Keine besonderen Vorkommnisse. Sehr gut, Sehr sehr gut. gut. Wir starten Ja. gleich los, oder? Wir legen mal gleich los. Das. Ja, machen wir mal. Machen wir das einmal ausnahmsweise. Machen wir es einmal ausnahmsweise. Machen wir mal was. Ich hab's einmal ge ich hab's Thema genannt, weil es hat sich echt so gut angeboten. Ich hab's genannt Fall a Radioactive Man und Fallout Boy. Denn die Sache ist recht spannend, oder? Kannst du die Links eine kopieren, bitte? Dann mache ich das da auf. Yep. Google und auch Amazon haben aufgrund der steigenden Nachfrage an AI-Lösungen einen extrem hohen Strombedarf. Amazon hat es ja grundsätzlich schon allein deshalb, weil Amazon ja sein Hauptgeschäft oder ein Hauptgeschäft, haben wir das gesagt? Ist es Hauptgeschäft? Es ist ein großer Teil zumindest von Es Amazons ist ein großer Umsatz. Brocken vom Geschäft, ja. Ja, sind nämlich diese ganzen Serverdienste, Amazon AWS und S3 und so weiter, also die ganzen Sachen, die Amazon so anbietet. Und Google hat natürlich auch ein großes Werbegeschäft und auch sehr viel AI. Und das ist alles sehr stromhungrig. Jetzt haben sich diese beiden Konzerne, es gibt auch ein paar andere, die sich dafür entschieden haben, aber diese beiden Konzerne wollte ich hervorheben, die bauen sich jetzt oder lassen jetzt bauen. Es gibt nämlich ein Startup, das heißt X Energy, und es gibt ein Startup, das heißt Kairos Power. Und diese zwei Startups vereint eine Gemeinsamkeit: sie bauen Kleinreaktoren. Und zwar SMR-Atomreaktoren. Cool. Also kleine Atomreaktoren, um den Energiehunger der Rechenzentren zu bedienen. Gut. Ich glaube nach wie vor, die werden nie Realität werden und die werden nie eingesetzt werden, aber bitte. Genau, das Alex, der Alex spricht schon an, das mit den SMR-Reaktoren. Das ist schon lang Thema, das geistert schon länger mal durch irgendwelche Tech-News, durch irgendwelche Blogs, durch irgendwelche Verschwörungstelegram-Kanäle und so weiter und so fort. Das ist so der heilige Gral der Energieerzeugung. Jetzt abgesehen von normalen, vom Fusionsreaktor, der ja auch noch lange auf sich warten lassen wird, sondern das sind so die kleinen Atomreaktoren, die, wenn einmal was daneben gehen sollte, Korn nicht der kompletten Landstrich kontaminieren, die einfach zu handeln sind, die günstig zu bauen sind, die günstig in der Wartung sind, Genau, das das sollen die all das, bieten. was es nicht gibt. Genau. All das, was mit Nuklearreaktoren nicht möglich ist. Ich fasse das echt einfach. Ich habe da hab das Buch Invention and Innovation vom Václav Smiller mal erwähnt gehabt in irgendeinem Podcast schon. Ja, irgendeiner der letzten Ausgaben, ja. Ich würde das einfach jedem empfehlen, lest es einmal oder hört euch das Hörbuch an. Allein das, wie oft in der Menschheitsgeschichte Leute erzählt haben, das Luftschiff wird oder der Zeppelin wird quasi die Luftfahrt revolutionieren. Allein das kommt 4 Milliarden Mal vor und das ist noch nicht so lange her, da hat es ein deutsches Startup dazu gegeben. Startup.
Ja, die wollten mit Zeppeline die Luftfracht revolutionieren. Ah, oh mein Gott, ja, das Ja, war in den also, und 90ern, das oder? kommt immer und Ah. immer wieder. Also, ich empfehle wirklich das Buch, damit wird man irgendwie sehr, sehr, ja, so man kriegt halt so die Geschichte mit, wie eigentlich da Versprechen gemacht werden, die nie gehalten werden. Ja, okay. Und die eigentlich nie funktionieren haben können, aber bitte. Ja, es ist ja das mit diesen Atomreaktoren. Wie gesagt, der Sky steht schon so lange nicht. Und das ist Atomreaktor. Natürlich, das Grundprinzip: Wasser erhitzen, Turbine, Strom. Das Grundprinzip ist ja idiotisch einfach. Ja, sicher, das ist halt die rundherum liegenden Sachen Die sein halt ein bisschen doch. Kernreaktion am Laufen zu halten, beziehungsweise darauf zu achten, dass die Kernreaktion nicht außer Kontrolle gerät, erfordert höchste und genaueste technische Konstruktion, technisches Wissen. Nicht umsonst kosten Atomreaktoren Milliarden beim Aufbau. Ja, und das Und Problem. Das nächste Problem, und wahrscheinlich wollte ich das ansprechen: Was passiert mit dem Müll? Das ist eins. Zweitens, man sieht es in Frankreich immer regelmäßig, weil zu wenig Wasser in die Flüsse da ist, kann der Krempel nicht richtig gekühlt werden. Dann müssen sie es natürlich zurückdrehen. Ja. Und was tun sie dann? Sie importieren in Strom. Weil eine simple Photovoltaik, ein simples Photovoltaikkraftwerk, das ist zu einfach, das kannst du nicht machen. Na, ja, aber ein simples Photovoltaikkraftwerk liefert ja in der Nacht keinen Strom. Und das Rechenzentrum hat ja einen Dauerstrombedarf. Ja, das ist klar, aber das kann man ja mit anderen ergänzen. Ja, ich weiß. Natürlich. Also, ich glaube, wenn das Geld Amazon und Google in wirklich andere Sachen reinstecken würden, hätten es jetzt schon den Strombedarf, den es brauchen, gedeckt. Ja, ich glaube. Obwohl das für mich halt eher so unter die Meldung fällt, ja, wir wollen das sowas Zukunftsvisionäres unterstützen. Ja, ich glaube auch, dass Energie und Energiebedarf hatten gerade in den letzten 3, 4 Jahren ganz andere Dimensionen erreicht. Jetzt der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, beziehungsweise nennen wir es, wie es ist, den Überfall auf die Ukraine, mit der Engpass mit Gas, mit der Gasversorgung, der Engpass mit Öl, zumindest aus dem russischen Raum. Das ist in den letzten 2 Jahren oder 3 Jahren dazugekommen: künstliche Intelligenz, wo eine Anfrage bei ChatGPT so viel verbraucht wie einmal Kuchen backen im Backrohr, zumindest größenordnungsmäßig. Kuchen. Ja, da lasst du halt jetzt. Da gibt es halt jetzt Menschen, die haben halt Ideen, wie man das lösen kann, und Unternehmen, die sich denken, das klingt jetzt nicht so schlecht. Aber da ist sogar, man sollte sich eher auf das konzentrieren, was wir jetzt mittlerweile gut können, und das ist Photovoltaik und Windenergie. Wenn jetzt ein Rechenzentrum irgendwo mitten in einem Niemandsland steht, dann ist die Verspargelung der Landschaft auch vollkommen irrelevant, selbst wenn irgendeine fundamentalistischen CSU oder ÖVP-Politiker dort ihr Ferienhaus haben. Naja, vor allem, na, Atomkraftwerk ist so viel schöner in der Landschaft, das muss ich einfach sagen. Das ist Ja, einfach ein ja. wunderschöner Anblick. Und wer liebt sie nicht, oder? Die dreiköpfigen Rehe, die dann vor der Ferienvilla im Grasen, und der Pilz, der große Pilz, der das Reh auf einmal verspeist. Super, gell? Ja. Wer liebt's nicht? Das ist so, wie soll man sagen, das ist so schön malerisch, ja. Schaut wunderbar aus. Das ist viel besser wie so ein Windrad und einfach ein paar Quadratmeter Photovoltaik. Ja. Ja, schauen wir mal. Finde ich schwierig. Ist halt genau so eine Sache.
Sportbare Startups gehen so von 2030 bis 2035 aus mit Start und möglichen Start der Umsetzung. Das ist jetzt, ja, da ist noch eine Zeit hin, da kann sich noch viel ändern. Sagen wir so. Globalpolitisch und generell mit den anderen Möglichkeiten der erneuerbaren Energien. Ja. Hirngespinste sind da, damit man sie irgendwann vergisst. So in etwa. Genau. So, jetzt komme ich zum nächsten Thema. Ich habe nicht einmal gewusst, Hey. dass es einen Haushaltsgerätehersteller in der Schweiz gibt. Das muss ich jetzt auch dazu Ja, sagen. das war mir auch neu, ja. Aber die haben eine grandiose Idee. Und zwar eine spezielle Intensiv Plus Spülfunktion oder Spülgänge für Bier- und Weingläser hinter einem Monatsabo verfügbar zu machen. Das heißt, ich kaufe diese Spülmaschine, die vermutlich eh schon nicht günstig ist, auch die ist bei um 1500 Euro angesiedelt. Also es ist teurer als ein Miele-Einstiegsgerät. Dieses Spülprogramm ist eigentlich schon in der Maschine drin, sie kommt's. Aber wenn ich es nutzen will, muss ich 1 Euro pro Monat dafür zahlen. Also, ich sage jetzt so: Wenn ich mir so eine wenn ich mir so eine Spülmaschine um das Geld kaufe und das kriege, ich schmeiße die beim Fenster raus. Naja. Würde ich nicht, weil dann hast du dem Hersteller schon ein Geld geben. Nein, ich Das würde nur heißt, sagen, er hat. ich würde sagen, er kann es jetzt abholen können, weil es muss recycelt werden. Ja, aber du hast trotzdem schon gezahlt. Du wirst dein Geld nicht mehr zurückkriegen. Wohl, wenn ich es online bestelle, 14 Tage lang. Okay. I see what you did there. Okay, ja gut. Na, also das. Und das ist aber das Problem des Tierke. Miele will das übrigens auch machen, anscheinend. Ah, sehr schön. Also, dass so gewisse Dinge hinter. Also, Miele, da ist am anderen Artikel, Miele plant beispielsweise ab 25 smarte Waschmaschinen und Trockner auf den Markt zu bringen. Ja gut, Also, Miele hatte teilweise schon die Funktion, dass es dir das ja, dein Waschmittel nachbestellt. sie sagen zwar nur, es ist kostenfrei, diese Updates, nur es ist halt immer der Klassiker. Wenn es bei einem funktioniert, seien die anderen auch so. Sie sagen, warum nicht? Ja, aber wie immer ist das halt genau der Punkt. Es sind nicht die Hersteller doof, die das Nein, anbieten. Es sind die nur Kunden doof, die dafür ich habe zahlen. leider hab leider auch Befürchtung, dass das vor allem irgendwann Einzug findet in die günstigeren Geräte und ich versage sogar bewusst in die Einstiegsgeräte, dass sie dann sagen, ja, du hast halt keine drei Funktionen, du hast nur drei Funktionen. Wenn du jetzt das Eco-Wash-Programm haben willst, kostet das halt 1 Euro im Monat. Na, ich glaub, dass es in die günstigen Geräte vor allem deswegen Einzug finden wird. Die werden dir einfach sagen: Na, du hast halt schon zweimal den Geschirrspüler eingeschalten. Versuch's morgen wieder. Versuch's morgen wieder. Du hast zwei Tokens pro Tag und die sind nicht übertragbar. Wenn du jetzt Oh, no schön, hey, super. Besuch hast und groß auftischt und zwischen den Gängen mal das Geschirr durchspülen willst, dann, wenn du dir sowas leisten kannst, dass du so viele Leute bewirtest mit mehreren Gängen, Kaftok, dann kauft er gefälligst einen Token um 1,50 Euro, um jetzt noch einmal den Spülgang zu machen. Weißt du was? Ich meine, rein geschäftlich hast du aber eine super Idee, das stimmt eigentlich. Ja. Normal musst du das jetzt jeden Hersteller schicken. Ja, sicher. Also, dass du kaufst die Maschine, kriegst schon mal als erstes, dass man sagt, ja, du kriegst schon mal 365 Tokens, dass einmal ein Jahr Ruhe ist. Genau. Und dann, ja, oder wenn du öfter waschst, natürlich früher, Früher, ja. und dann musst du halt quasi Tokens nachkaufen. Das ist gar nicht blöd. Genau. Oh, das wäre schön blöd, das wäre diabolisch. Dafür ist der Service bei Gerätefehlern kostenlos. Das heißt, sie verbauen wieder Komponenten, die länger heben und nicht irgendeinen billigen Scheiß, weil sie sich ja nachher natürlich darauf verlassen, dass die Maschine technisch ja nie kaputt wird. Aber die Kunden sind so dumm, dass sie sich Tokens kaufen, um sie mehrfach zu verwenden.
Ja, es ist ja dann auch nicht mehr dumm, wenn es nichts mehr anders gibt, was willst du denn kaufen? Ja, genau. Also, das ist ja die Sache, was man damit anfängt. Haben wir. Dann hast du quasi dein Abo für die Spülmaschine Haben bei Miele. Für dein Bosch-Herd hast du natürlich auch noch da Abo, weil wenn du alle vier Induktionskochplatten Na, verwenden willst, dann zahl gefälligst mehr. was ja noch besser ist, wahrscheinlich ist es dann sogar so, dass der Hersteller Lock-in oder dass es so vorteilhaft ist, alles von einem Hersteller zu kaufen, weil dann beim Token natürlich einen Rabatt drauf kriegst, weil Genau. du mehr kaufst. Ja. Oder du kriegst automatisch mehr, weil du ein zweites Gerät von seinen hast. Ja, genau. Haben wir das nicht in der letzten Folge, weil das ist jetzt ja schon wieder eine Zeitl her. haben wir das da nicht auch drin gehabt? Mit den Autos. Ja, genau, da war irgendwas mit seinem Auto, ja. Genau, was war das? Ah ja, Fisker, die Fisker-Pizzen, wo es selber nicht mehr gegangen ist. Ich kann mir das bei den Geschirrspüler und bei den Haushaltsmaschinen noch besser vorstellen. Wenn du den nach 5, 6 Jahren, sagen wir mal, verkaufst, weil du deine Küche renovierst oder was machst, dann muss die Geräte sind ja auf deine Ah, ja, Zahlungsdaten, auf stimmt, deine ja, stimmt. Zahlungsdaten festgelegt, auf deine E-Mail-Adresse und auf deine Adresse für die Rechnungsnummer. Dass du gar nicht mehr so einfach in Account ändern kannst, Nein, dass die nein, Maschine mal gelockt ist. wenn du den Geschirrspüler verkaufst, dann gilt er als Gebrauchtgerät und der neue Kunde muss den erst einmal aktivieren und nachher für eine kleine Summe wieder mal die grundlegenden Tokens kaufen, weil die sind nicht übertragbar über einen Account. Das heißt, wenn du jetzt Ja. noch 200 Tokens frei hättest, verkaufst aber den Geschirrspüler, dann muss der den neu aktivieren und kann nachher sich sein eigenes Abo wieder zum Frickeln. Ja, du könntest sogar so weit gehen, dass die Aktivierung sogar was kosten wird dann Genau, ja, stimmt, zusätzlich. die Ersteinrichtung natürlich. Ja. Das ist voll da. Ich glaube, wir sollten anfangen, Haushaltsgeräte zu produzieren. Ja, ich habe eh schon länger so die Idee. Also so ein Business, also ich werde es einmal an Miele, Electrolux und so weiter mal schicken, Bosch, V-Zug, vielleicht, dass sie sich noch ein bisschen was anderes überlegen. Samsung vielleicht. Samsung, ganz heißer Tipp, Samsung, LG, Ja, LG, Samsung, LG, ui, das Samsung, wären. ja. Das war nämlich eine Überlegung wert. Und als Nebenbusiness verkaufe ich einfach irgendeine Kieselsteine aus der Müll und sagt, das sind Energiereiniger für die Gesundheit und so weiter. Ich glaube. Dann hab ich die Leid. Dann hab ich die Leid, weil ich bin in die Haushaltsgeräte drin. Und ich will Energie reinigen unterwegs. Und am Kieselstein am Nachtkastel, der 4.500 € kostet, weil er deine Aura Ah, reinigt. du willst also alles Ich abdecken. will alles abdecken, ja. Ah, du planst die Gro du planst wirklich die Weltherrschaft. Ja, genau. Sagen wir so, naja, bei den Kieselsteinen, das finde ich. Beim anderen bin ich dabei, das ist nur diabolisch. Das andere, ich weiß nicht, das ist so komisch. Aber ja, also ich sehe schon, es gibt da Ideen auf alle Fälle. Ja, gibt's. Könnte lustig werden, ne? Also ich freue mich auf das wirklich schon. Ich meine, das wird wahrscheinlich gar nicht mehr so lange dauern. Wahrscheinlich, ja. Und mich wundert sogar, dass es bei den Premium-Geräten anfangen. Aber na, obwohl eigentlich ist es sogar Ist ein gescheit, weil guter du. Ansatz, weil Na, stimmt. da kannst du schon mal schauen, wie wird es angenommen. Und wenn es angenommen wird, kannst du es auslagern auf die Mittelklasse und auf die Ja, na, vor allem, Einstiegsgeräte. genau, irgendwann sagt dann, du musst so die Leute so langsam ködern. Ja, das stimmt schon. Ja, das ist. Ja, das ist. Nein, ist gar nicht blöd. Also, da kann man schon was machen, ne? Ja, ich glaube auch. Also zum Beispiel, ja, da könnte man dann auch sagen, ja, cool, du hast jetzt zwar am Herd, du kannst ja aber manche Kochfelder, die auf größer schalten, da könnte man dann sagen, ja, wenn das haben willst, natürlich, ja, das kostet halt im Jahr ein Fufi. Ja, zum Beispiel. Weil das brauchst du ja nicht immer. Na. Oder wenn es
auf ewig oder auf Lebzeit haben willst, was immer das Beste ist. Was heißt auf Lebzeit bei einer Firma? 10 Jahre. Ja, bei Software ist das immer so eine andere Geschichte. Ja, eh. Weil dann hast du ja, dann kostet es halt einmal 600 € wenn es freischalten willst, oder halt so, wenn es halt brauchst, 5 € für einen Tag. Ja. Ja, ich glaube, wir steigen das Business ein. Ja, da ist das Geld drin, ja. Ja. Gut. Gute Nachrichten von der Twitter-Front. Ja. Elon Musk hat es geschafft, dass die EU-Kommission befindet, dass X vom Digital Markets Act nicht betroffen ist, weil es obsolet ist. Das ist der ultimative Dies, oder? Also, wie viel Milliarden hat er gezahlt dafür? 55 Milliarden, oder? Warte 55 Milliarden für eine Plattform, die in jeder Hinsicht, sei es jetzt bei Unternehmen, in der Politik, im Journalismus, eine extrem große Relevanz gehabt hat, was die EU-Kommission schon auf dem Schirm gehabt hat, eben mit Hinblick auf den DMA. Er hat es gekauft, vor 2 Jahren knapp, und geschafft, dass es obsolet ist, dass die EU-Kommission entscheidet, nein, die unterliegen jetzt nicht dem DMA, weil. Ja, aber es ist wirklich nicht mehr, sie haben wirklich eingeschrieben, das ist nicht mehr relevant, um Unternehmen und Ziel und Kunden zu erreichen. Genau. Oder für Firmen, um Endkunden zu erreichen. Genau, es ist kein potenzieller Gatekeeper. Na, gut. Ja, ich meine, das ist Leistung, das erkenne ich an. Also, ich bin jetzt gespannt, wie reagiert jetzt Elon Musk drauf? Ja, er freut sich. Ja. Weil jetzt muss er das nicht umsetzen, was da drin wäre. Ja, oder er ist pisst, weil er sagt, wohl, hey, hallo, fuck, wir sind voll relevant und wir sind der Ja, gut, das ist. Gatekeeper, dann muss er aber zahlen. Das ist bei so. Ja, gut, das ist stimmt. Bei solchen Leuten ist es immer Die schwierig. Die sind. Entscheidung müsste jetzt sein Ego ziemlich treffen, würde ich fast sagen. Ist schwierig mit. Ist schwierig. Kann beides sein, könnte ich recht Ja. haben. Habe ich nicht bedacht. Ja, das ist aber, sagen wir so, die Leistung von Musk erkenne ich an. Das muss ihn lassen. Also aus Twitter wirklich ein X draus zu machen, ist okay, Ja. ist gut. Also von einer der relevantesten Plattformen, wo eigentlich alles in Sekundenschnelle bekommen hast, Ja, genau. das komplett irrelevant bist. Das ist Leistung. Ja, Also das ist, also ich ziehe. da muss man echt einen Hut davor ziehen. Also Das kriegst du, musst du erst einmal zusammenbringen. ja, und es ist halt offiziell jetzt bestätigt, also Hammer. hammermäßig, ja. Also ich würde sagen, alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Du, ich sag so, mir hat das super viel Zeit gespart, seit der das gekauft hat. Ja, ich hab's jetzt. Also, ich vermisse es nicht einmal. Ja, das Verm Software und Vermissen oder Social Media Dienste und Vermissen, das ist sowieso eine ganz eigene Story. Na, aber was ich da in der Woche Zeit verschwendet habe auf dem Ding. Ja, Wollen wir jetzt jetzt. verschwendest du halt auf Threads, oder? Na, da schaue ich nicht so oft drauf. Das Okay. ist das Gute, weil da ist nicht so viel los. Da schaust du einmal eine Minute drauf, dann hast du eh alles. Ja. Na, das Ah, ist da also muss ich noch, super. da habe ich nachher noch was. Okay, ja, stimmt. Also, für Es spart insgesamt Zeit, ja. super. Ja, sicher. Also von mir aus kann er Meta als nächstes kaufen. Na, los, los. Na, ist zu viel Daten. Ja, okay, das stimmt. Aber sonst rein, wenn er das auch so obi-wirtschaftet und dass das dann auch zusperren muss Ja, okay. oder nicht mehr relevant ist als Plattform, du super. Ja,
Ich sehe die Frage, wie Facebook wird immer noch als relevant angesehen, gell? Ist Ja, sicher was noch ein Kim, Gatekeeper, was gell? Kim, ja, Meta, also sicher. Ja, okay. Ich Kim wäre als nächstes bei mir. Ah, okay, cool. Ja, dann geh gleich. Dann mach das Ja, gleich, sagen oder? wir so, stimmt, ich würde das so lassen. Eigentlich hätten wir die Sache beenden sollen, wie wir angefangen haben zu lachen. Bei Ah, dem okay. Thema davor. Ja, okay. Weil den Witz hat Elon schon selber geschrieben. Ja. Na, und zwar Facebook hat in der Generation Z hat so ein Comeback oder Revival, weil die den Marketplace und so gewisse Dinge sehr zu schätzen wissen mittlerweile. Man hängt natürlich auch damit zusammen, wenn deine Eltern auf TikTok sein, willst du nicht mehr auf TikTok sein. Ja, das ist gut, das haben wir eh schon einmal gehabt, die Ja, Diskussion, ja. aber es kommt jetzt eben durch diese Facebook-Markets-Geschichte, durch so Entdecken-Funktion, Dating-Funktion etc., was alles drauf ist, wird Facebook für die junge Zielgruppe auch wieder interessanter. Ah, okay, ja, gut. Also Facebook hat sein Riss wieder gefunden. Riss, was ist ein Riss? Das haben wir das letzte Mal schon gehabt. Ah, Du das Wort, was ich nicht verstanden habe, okay. warst der Rissler. Ah, ich war ja der Whistler, ja, stimmt, der Ja. Whistler. Okay, aber. Ja, du hättest jetzt gleich mal Slay drauf sagen müssen. Ja, Eieieiei. also, was. Die Gen Z nutzt jetzt. Was ist Gen Z? So, jetzt Google ja, weil das ist für mich, ich habe mit diese Ding, das ist alles was zwischen 1995, ah na warte mal, Na. 1995 und 2010 geboren sind. Wir sind alt, Clemens, also wirklich. Zoomers. 1995 und 2010. Ja. Ja, rechne mal aus, 2010, da bist du jetzt 14. Ja, aber 1995 bis jetzt fast 30. Ja, klar, weil Millennials gehen ja von 1980 bis 1996 so ungefähr. 81 bis Oder 96, ja. ja. Ja, du siehst schon, wie alt wir sein. Ja, und ich ganz schlimm finde, dass die Millennials 81 anfangen und mit 96 aufhören und ich bin nicht in der Mitte. Ich bin nicht zwischen 81 und 96, sondern ich bin schon näher bei 81. Du auch. Ich bin, nein, warte mal, ich bin eigentlich ziemlich genau in der Mitte, weil ich bin 86 geboren. Und vor allem, ich bin auch noch im November 86 geboren, jetzt bin ich eher schon bei 91 noch. Ha. Ja, deine Überlegung ist schlimm. Okay. Ich bin 84 geboren, das heißt, ich bin sehr nah an 81. Ah, scheiße. Ja, da bist halt, ja, du mir sein Bade nicht mehr jung. Okay, scheiße. Ja, und das feiert so das Comeback jetzt wieder. Ja, aber was nutzen die nachher? Nur in Marketplacen die Kleinanzeigen, oder? Marketplace-Gruppen und so Gruppen? diese Gruppenchats, ja. Gibt's das noch? Ja, sicher. Okay. Ja, das macht schon Sinn, weil, so jüngere Leute nutzen mehr so eigentlich so das Private Messaging oder diese kleinen sozialen Netzwerke, wo du nicht mehr alles mit allen teilst. Ja, gut, Das. das hat sich ja schon einmal verlagert, außer das, Nur der wo man Vorteil. sein gesamtes Leben bei Twitter, Ja. Instagram und Facebook Genau. rausposaunt hat, machst du jetzt eher Genau. so im Kleineren, wie zum Beispiel sowas wie Snapchat zum Beispiel, das kannst du im Großen und Ganzen recht privat nutzen. Genau, und das ist halt bei Facebook auch der Vorteil, wenn das jeder hat. Natürlich, dann kannst du jeden zu einer Gruppe einladen. Ja, stimmt. Und Marketplace ist natürlich auch so eine Sache. Ja, okay, verstehe, ist jetzt halt für Amerika, Ja, aber das gibt es bei schwappt uns wohl auch dann. ein Marketplace. Das gibt es bei Genau, uns wohl auch, ja. ja, ich habe das noch nie wirklich benutzt, Ich habe aber es okay. vor vielen, vielen Jahren einmal genutzt. Okay. 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 Aber nicht mehr. Also nur okay.
Ja. Ja. Okay, interessant. Ja, also. Moment, okay, passt. Bin wieder nicht abgelenkt. So. Du bist nieder. Ja, ausgelabert. Magst du Ausgelama. mal das schnell eine kopieren, bitte? Ja. Pui. Ausgelabert. Ich muss noch einen anderen, also kann ich ja noch nicht einen anderen Link eine kopieren wollen, den kopiere ich jetzt gleich. Warte. Das ist etwas, was ich dann bei den Spaßpicks reinwerfe, aber einen Link kopiere ich jetzt schon nochmal eine. Verdammte Shit. Jetzt habe ich den wieder verloren. Also, ich hätte am iPhone gerne so ein gutes Clipboard-Management, so wie ich es am Mac habe. So Zwischenablage, mehrfache Zwischenablage. Wenn jemand eine Idee für eine App hat, wo ich mehrere Sachen der Zwischenablage speichern kann, dann bitte sag's mir Am Bescheid. iPhone hättest du das gern. Ja, am Mac nutze ich das ja Das sehr. glaube ich ist nicht einmal möglich am iPhone, oder? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht ist es möglich. Ich brauche nur eine App, die sich in die Zwischenablage einhängt. Aber ich muss es selber recherchieren und schauen. So, ausgelabert habe ich es genannt. Jetzt haben wir wieder Minuten verschissen, seit ich da die Oh Sendungsnotiz je. geschrieben habe. So, ausgelabert. Nämlich, wir haben es, glaube ich, in einer von den letzten Ausgaben berichtet. Der Winamp-Quellcode ist ja veröffentlicht worden. Winamp, haben wir ja schon einmal gesagt, das war so der Musikplayer in den 90er und Anfang 2000er. Ist vielleicht auch einer von den Musikplayer, die auf der MP3-Welle geritten sind und sich gegenseitig wirklich hochgespült hat. Also MP3 ist damit auf jedem Windows-Gerät quasi einfach abspielbar worden. Es hat coole visuelle Effekte gegeben. Du hast deine Playlists bauen können und so weiter und so fort. Pico-Paste, okay, cool. Werden wir anschauen, danke. Bitte, bitte. Und ja, Winamp ist halt dann mehrfach verkauft worden, dahin verkauft worden, dahin verkauft worden. Und irgendwann hat. Warte mal, Trigger hat nicht, kannst du das nicht über iCloud anmachen, wenn du ein Mac und ein iPhone hast, dass du da hin und her copy und pasten kannst? Kann ich das? Ah, ja, Ja, ich glaube schon. stimmt. Es geht ja noch viel einfacher. Stimmt, ich kann ja. Ah, ja, schau. Ah ja, klar. Ah, cool. Und das Geile ist, weißt du, was richtig cooler ist? Ich habe ja meinen Mitclipboard-Manager, den Mackie, und alle. Ja. Und so die Links, die ich mir da am Handy mache, die landen da drin. Ja, schau. Die landen direkt auch im Mackie drin. Cool, danke. Danke für den Tipp. Ja, Ich bitte. kann das Clipboard zwischen Handy und Mac synchronisieren. Wow. Cool, Ja. perfekt, danke dir. Aber Pico-Paste schaue ich mir trotzdem an, weil da kann ich am Handy nachher auch mehrere Clipboards verwenden. Auch gut. Jedenfalls zurück zu Winamp. Ja, Das ist mehrfach entschuldige. verkauft worden und dann hat es die Llama Group gegeben, die hat gesagt: Ja, okay, wir wollen den Quellcode freigeben. Das haben sie dann im Mai gemacht und das war schon ein bisschen weird, weil die haben sehr merkwürdige eigene Lizenz gehabt, die hat Winamp Collaborative License quasi WCL. Und die hat eben nicht erlaubt, dass man das Projekt forkt. Wer jetzt nicht weiß, was forken ist, wenn du jetzt bei GitHub einen Quellcode hochgeladen hast, hat jeder andere User die Möglichkeit, sich einen Fork zu machen. Das heißt, er kopiert sich diesen Quellcode in seine eigene GitHub-Instanz. Das heißt, wenn du da Audacity drauflaufen hast oder irgendeine andere Software, sowas wie Mackie oder irgendwas, kannst du die forken und selber bearbeiten und du machst es halt selber. Und je nach Lizenz kannst du, wenn es jetzt komplette Open Source Lizenz oder was auch immer ist, ohne Restriktionen, kannst du das forken, nach deinen Bedürfnissen anpassen und als dein Produkt verkaufen. Du musst es halt weiter wieder unter der Open Source Lizenz freigeben. Es ist immer abhängig von den Lizenzen. Bei Winamp war es so, erstens war es nicht gestattet, eine geforkte Version der Software zu erstellen.
die geforkte Version zu pflegen oder zu verbreiten. Es war keine kommerzielle Nutzung erlaubt. Du hast nichts damit machen können. Das Einzige, was die sich erhofft haben, dass du die Community einschaut und den Code repariert und up to date bringt. Und damit sie es nachher wieder selber weiter vertreiben können. Widerspricht jetzt vielleicht ein bisschen auch dem GitHub-Gedanken, wo halt der Community gemeinschaftlich was baut und wo auch alle was davon haben. In dem Fall wäre es gewesen, alle arbeiten eine, aber haben davon tut nur was die Lama Group. Okay. War damals schon ein bisschen Aufschrei. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es viele Commits gegeben hat oder viele Mitarbeiter waren, viel mitgearbeitet haben, weiß ich nicht. Jedenfalls ist jetzt der WinAmp-Quellcode nicht mehr auf GitHub, weil so User, GitHub-Nutzer, die damit umgespielt haben, sich einen Code angeschaut haben, haben gesehen, ah, okay, das sind ja interessante Code-Fragmente drin, zum Beispiel von Shoutcast oder für Windows-Anwendungen. Die sind alle unten von Intel zum Beispiel. Und da hat es so die dürfen da eigentlich gar nicht drin sein, weil die Codes ja eigentlich unter keiner Open Source oder wie auch immer geordneten Lizenz stehen. Das heißt, die Lama Group dürfte den jetzt gar nicht freigeben, weil der gehört Intel. Ja, und jetzt haben sie es halt einmal von GitHub gelöscht und die ganzen Forks sind halt auch mit einem Schlag weg. Also sehr strange, sehr weirde Geschichte. Keiner hat was davon. Niemand. Ja. Ich war neu, dass jemand überhaupt nur WinAmp benutzt. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es noch sinnvoll genutzt wird. Also ich glaube, die letzte Version, die 5.3, irgendwas von 2003 oder 2004, keine Ahnung, die kann man sich auf modernen Betriebssystemen wohl noch installieren. Also Windows, also auf einem aktuellen Windows 10. 5.9.2, okay. 26. April 2023, okay. Was war denn die letzte, was sie nicht 5.5, 5.6, 2010, 5.7. Also eigentlich ist die letzte wirklich, die noch wahrscheinlich relativ sauber sein wird, wird die 5.6 gewesen sein. 5.7 war hauptsächlich Beta und 5.8 war jetzt das, 5.8 vielleicht. 5.9 ist schon wie von der neuen Lama Group da. Ich meine, damit die alten Herren wieder mal quasi alte Geschichten erzählen, das Ding schaut ja furchtbar aus. Ja, ja. Also ich habe das, boah, das hab ich komplett verdrängt gehabt, wie das Ding ausgeschaut hat. Boah, schaut das scheißlich aus. Ja, mei, es war damals der heiße Scheiß. Ich habe das damals schon nicht mögen. Ich habe damals das User Interface und die Skins halt alle schon furchtbar gefunden, weil die ganzen Skins einfach ekelhaft waren. Ich glaube, ich habe damals echt in Windows Media Player einfach. Nein, gesehen. ich habe extrem viel Winamp genutzt früher. Also definitiv. Nein, das war für mich, also. Und da vor allem in 2er und dann in 5er. Ja, nein, also definitiv. Aber es war ein cooler Media Player, weil du hast da halt super deine Playlists machen können. Und du hast das halt auf die Partys dann irgendwann am PC laufen gehabt mit deiner Musik und hast eine Visualisierung eingeschaltet. Der Monitor war bunt und bling bling. Und das hat halt cool gewirkt. Das war halt war irgendwie ein geiler Scheiß damals. Ich habe keine Zeit für Partys gehabt, war beschäftigt. Ah, okay. Ja. Ihr hättet weniger Partys machen sollen und wäre besser gewesen. Ja, du hättest weniger Winamp anschauen müssen. Ja, nein, jedenfalls, ganz eine weirde Geschichte, das um die Lama Group da. Ja. Ja. Gut. Dann? IPX. Ja. Oh. Ah ja, stimmt, das habe ich fast übersehen. Photoshop hat jetzt wieder mal ein paar neue, ganz coole AI-Features vorgestellt für Photoshop etc. Zum Beispiel, dass es im Hintergrund so Distractions, also so Irritationen wie
Du erkennst dann zum Beispiel, da ist das ein Kabel oder Leitungen. Und gibt es dann weg oder das sind Leute im Hintergrund, die nicht drauf haben willst. Und der entfernt es dann vollautomatisch. Und natürlich mit Firefly, dass man dann zum Beispiel einem Frosch ein anderes Muster geben kann. Und jetzt was besonders für Illustrator ganz cool ist, dass man so Wege für gewisse Anordnungen so quasi mit AI ausprobieren kann und schnell. Dass zum Beispiel da haben sie so eine Konstellation aus einem Planeten, dann haben sie eine Rakete, einen Mond, einen größeren Mond, einen Komet und dann kann man das so, macht die KI, dass sie das in unterschiedliche Muster anordnet, wie das ausschaut. Das ist ein richtig geiles Feature. Das ist echt ein Das cooles ist Feature, hammermäßig, ja. Das ist weil hammermäßig. das wird sogar gar nicht so wenig Zeit fressen, wenn das selber da und dummer schieben muss. Vor allem, weil es direkt auf der Ohren, auf den Ohrenspline, auf der Ohrenlinie Ja, ausgerichtet es ist, folgt quasi der dem den Weg, Pfad. also es folgt dem ursprünglichen Pfad, genau. Ja. Das ist ziemlich geil. Das mit Frosch finde ich jetzt nicht so. Finde ich jetzt, ja, ist nett. Das mit Find Distractions, das finde ich allerdings nicht schlecht. Weil wie oft ich schon Stromleitungen oder sowas wegretuschiert habe. Und das ist recht mühsam. Ist das nachher schon ziemlich cool, ja. Menschen entfernen, ja, weiß ich jetzt nicht. Es kommt drauf an, was ich fotografiere. Wenn ich will, dass mein Subjekt auf dem Bild so platziert ist, wenn ich es beabsichtige, also wenn ich das Foto schon so arrangiere, dann achte ich drauf, dass keine Menschen drauf sind Ja, ich oder meine, zum sowas. Beispiel wäre halt der Klassiker, wenn du das jetzt unbedingt drauf haben willst und das sind halt 70 andere Leute oder Ja, sagen wir, das sind halt, und die gehen nicht weg, ja, was willst du denn? das stimmt, ja. Oh ja, das ist sehr, sehr cool. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich den einen Amazon-Link auch drin gehabt habe. Weil die haben nämlich generell einen fetten Haufen an neuen AI-Features vorgestellt. Und in irgendeinem Artikel haben sie das echt ganz genau und lang beschrieben. Firefly 2 kommt auf alle Fälle, also eine neue Firefly 2, Kimba, ja, ja. genau. New AI Features. Sie haben auch extrem ziemlich was für Premiere und After Effects vorgestellt. Da Kimba, da halten dir so gewisse Features auch Einzug, ja. Genau. Also da kommt schon einiges. Genau, also da habe ich jetzt einen Also ich anderen kann leider, Artikel, der ist also von ich Adobe hoffe direkt. wirklich, dass Affinity da irgendwann einmal nachzieht. Ja, sonst kämen sie ein bisschen unter die Radeln, Ich ja. meine, ich weiß zwar, dass Canva relativ viel in die Richtung kann. Ja. Man ist mir auch klar natürlich, dass Canva natürlich möchte, dass du dann ein Canva benutzt, weil da zahlst die Abo-Gebühr. Ja. Aber es wäre zumindest cool, wenn so Affinity Support so Features on Device machen könnte. Ja, das stimmt. Was sie zum Beispiel haben, den Link habe ich gerade eine kopiert, eine Show Notes, ist Generative Expand, also ein Bild erweitern. Das ist cool, ja. Das ist Das ist cool, sowieso cool. das wird noch besser und Ja. noch schöner, noch genauer. Das ist ein Beispielbild mit einem Schattenwurf, perfekt. Der Schattenwurf super erweitert, entsprechend. Also im Gefühl noch, schaut es korrekt aus. Sie haben so Möglichkeiten aus Bildern aus anderen Programmen, zum Beispiel aus dem Adobe Substance 3D Viewer, keine Ahnung, was das ist, noch nie gehört, eine Bilder direkt in Photoshop zu schicken,
Das heißt, keine Ahnung, so ein 3D-Bild wird direkt noch im Photoshop reinkaut und du kannst es dort bearbeiten. Bei Premiere haben sie neue Editing-Features mit Generative Extend. Das heißt, wenn dir eine Szene jetzt kurz vorkommt, sag schon einfach, die soll ein paar Frames länger dauern und es rechnet dir die Frames. Auf top bin ich mal gespannt, wie das tatsächlich funktioniert. Ja, wer weiß. Wenn es nur um ein paar Frames geht, wahrscheinlich. Das Eh, aber ich bin, sind nur das wäre Bilder. gespannt. Das sind Ja. nur Bilder. Ich rede jetzt nicht von Sekunden oder Minuten. Das sind ein paar Einzelbilder. Und Ja. das kann ich mir vorstellen, dass es gut geht. Dann bei Illustrator haben sie neue Design-Features und du kannst komplette Raster-Images in einen Pfad umwandeln, also in Vektorbilder als AI. Na gut, das hat man teilweise jetzt schon per Hand machen können. Bisschen mühsam, aber ja, ging auch. In InDesign haben sie neue Features drin, und du sagst einfach, was du haben willst. Das funktioniert jetzt schon recht gut. Du Ja. kannst da so InDesign-Grafik, keine Ahnung, wenn du also Comic Art, wie heißt das geheißen früher bei Word, was waren das für eine Clip Art, genau. Ah, ja. Du kannst so Clip Art Bilder in InDesign super einfach mittlerweile designen lassen. Du hättest gern a cup of coffee on a table with a bla 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 daneben, a Ja. spoon, macht das sofort ein perfektes Clip Art. Mit Vektor, also du kannst Vektor-Grafik, das heißt, du kannst dann super bearbeiten auch noch. Und Lightroom-Features für die Nachbearbeitung. Boah, Lightroom wird schwierig, aber ja, warum nicht? Du arbeitest da mit Rohdaten, das ist viel geilere Bildmaterial, um es mit AI zu verändern. Ja. Cool. Also, es ist jetzt noch nichts dabei, wo ich sage, wow, das ist der Hammer und das ist mal 60 oder 70 € Monatsabo wert, aber. Na, das, ich meine, für mich sowieso nicht, also, weil ich brauche das zu wenig. Weil da sage ich ganz ehrlich, da gehe ich dann auch zu Canva oder zu wen anderen, wenn ich was brauche und mache das für wesentlich weniger. Ja, definitiv, ja. Und also ich verstehe das jetzt, wenn ich das wirklich, wenn ich professioneller Fotograf wäre, brauchst du, glaube ich, nicht mehr überlegen, dann zahlst du es wahrscheinlich eh. Und da, wenn man viel mit Illustrator arbeitet, kann man sich's auch umdenken. Ja, sicher. Aber es sind schon echt ein paar geile Features dabei, ja. Ja. Gut, dann habe ich noch einen Autopick. Und zwar, das fällt so in alles rein. Das könnte ein Lesepick sein, das könnte aber auch ein Autopick sein. Und zwar in Deutschland macht halt die Konkurrenz aus China der deutschen Autoindustrie zu schaffen. Und Robert Habeck hat da eigentlich was relativ Schlaues dazu abgegeben oder einen Kommentar irgendwo bei einer Was das war, Messe. das ist das nicht so ein linksgrün versiffter? Natürlich, klar. Und zwar, er sieht halt gerade da einen Vorteil bei der deutschen Autoindustrie und da hat er meiner Meinung nach einen guten Punkt, ist wirklich so autonomes Fahren. Weil BMW und ich glaube Mercedes und Audi haben ja schon so ein selbstfahrendes Ding, was du auch in Deutschland auf gewisse Autobahnabschnitte, was ja frei fahren darf. Genau, ja. Das haben die. Und ich glaube auch wirklich, dass er da schon, dass die deutsche Autoindustrie da schon punkten kann bei sowas, weil sowas können die normalerweise, kriegen die hin. Also gerade mehr, ich nehme jetzt so Mercedes, BMW und Volkswagen, so eine Sachen haben es eigentlich immer hingedoktert. Weil es ist halt, weißt du, du arbeitest wissenschaftlich, das muss quasi, du brauchst eine Datensicherheit dafür. Und ich glaube, da könnte die deutsche Autoindustrie schon relativ gut dafür gerüstet sein, wenn sie das gescheit Ja, angeht. das ist eigentlich prädestiniert für die
gute alte deutsche Ingenieurskunst, wie man genau, sie so nennt. Genau, genau. Porsche wahrscheinlich kannst du auch noch dazu rechnen. Ja, ist VW, ja. Aber ja. Ja, ist ja, ist so aber schwierig. Porsche ja selber, ja klar. Ja. Autonomes Fahren. Ja. Ich meine, natürlich ist es eine Zukunft. Ich meine, wir reden ja nicht nur von Level 5 und was weiß ich was. Es geht ja um die anderen Stufen. Wenn die einwandfrei funktionieren. Weil es ist ja auch nicht schlecht, es ist ja eigentlich irgendwo auch ein Verkaufsargument. Weil natürlich, wenn du es jetzt schaffst, warte mal, wie sind die Levels beim autonomen Fahren? Levels autonomes Fahren. So. 5 Stufen zum selbstfahrenden Auto, okay. Also Stufe 1 ist assistiertes Fahren. Das ist jetzt quasi das, was wir so jetzt haben. Das sind so aktive Geschwindigkeitsregeln mit Stop and Go und so Auffahr, Personenwarnung, City-Bremsfunktion. Level 2 ist, du fährst teilautonom. Also das heißt, das hat der BMW jetzt auch auf der Seite stehen. Das heißt so Fahrerassistenzsysteme wie Lenk- und Spurführung, Stauassistent und so eine Geschichten. Überholassistent. Ja, genau, du musst zwar das noch am Lenkradl haben, aber die Hand, aber du, es geht schon so. Level 3 ist dann schon, ist eigentlich dann schon eh heißer Shit. Ja, also da geht's das dann ist, eh was schon viele so Premium-Modelle jetzt teilweise haben. Ich glaub, genau, auf Hyundai, gewisse oder? Option, nein, ich glaube Level 3 gibt es in Deutschland nur auf gewisse freigebende Abschnitte. Ja, da darfst du nutzen, aber die Autos haben es. Genau. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube Level 3 haben schon nimmer viel. Der Yonik, ich glaube der Yonik. Nein, weil der fährt komplett selbstständig, der braucht die nimmer. Level 2, ja okay, aber Level 3 ist schon wirklich, das ist schon heißer Shit. Und das vor allem über längere Strecken, das heißt der checkt dann auch Baustellensituationen und sowas. Achso, okay, ja. Ja, ja. Das ist schon echt, das ist Hightech-Shit. Dann die nächste Stufe drauf ist Level 5. Das heißt, da kann das Auto eh schon fast alles. Also in hochkomplexen Situationen umnavigieren und der checkt alles. Ja, Level 2 übrigens hat der Yannick, ja, passt schon, ja. Ja. Mhm. Und autonomes Fahren ist dann sowieso quasi Level 5. Also das heißt, man sieht jetzt einmal, mir sein, was du jetzt quasi kaufen kannst, ist eigentlich Level 2. Mhm. Also das heißt, und Level 3 gibt es halt dann, ja, sag mal so, ja, es gibt es vielleicht irgendwie und irgendwo, aber das ist es dann. Also man sieht einmal, wie komplex die Thematik eigentlich ist. Und da hat die deutsche Autoindustrie sicher eine Zukunft für das, weil für das wäre sie eigentlich genau aufgelegt. Ja, übrigens, Level 4 und Level 5 sind insofern interessant. Die Passagiere haften während der vollautomatisierten Fahrt nicht für Verkehrsverstöße oder genau, Schäden. Genau, das heißt, das ist dann schon Next Level Shit. Ja. Bei allen anderen musst du eingreifen, bei 1 und 2 muss sowieso die Hand auf dem Lenkradl haben. Bei 3 muss im Notfall eingreifen können. Vor allem eine simple Sache, was an den Argument ja so schlau ist. Wenn du jetzt überlegst, sagen wir mal, du schaffst jetzt ein Level 3 Fahrzeug europaweit auf die Straße zu bringen. Bleiben wir mal europaweit. Ja. Dann hast du als Hersteller einen riesen Vorteil, weil jemand, der sich das leisten kann, der kauft das. Ja. Weil da sage ich, hey, das ist das beste Fortbewegungsmittel dann, um für mich, dass ich quasi total komfortabel von A nach B komme. Ja. Und das ist eigentlich das, was das ist eben das richtig gute Argument dran, weil da ist dann eigentlich schon egal, was dein Auto sonst noch kann, da killt das schon alles. Ja. Also da ist das Totschlagargument für einen Kauf dann. Mhm.
Trauen wir das den deutschen Automobilherstellern zu, wenn sie jetzt sagen, Ja. wir konzentrieren uns drauf. Ja. Ja. Also an Innovationskraft würde es da nicht mangeln und ich glaube, an Elon Musk zum sein seine Ja, aber Roboterautos kann man noch recht schnell in Schatten stellen. ich meine, Nicht recht schnell, schnell so jetzt nicht. siehst schon mal, wo wir da sein und was der verspricht. Ja, genau. Und das und Das vor ist es ja. allem das dann. Er verspricht Level 5 jetzt. Ja, richtig. Und vor allem nur mit Kameras. Ja. Was natürlich nicht möglich ist. Das so schnell kann ein bildgebendes System nicht arbeiten oder ein bildverarbeitendes System einfach nicht arbeiten, um über eine Kamera einen Abstand einzuschätzen. Da ist jeder Sensor mit Radar um Welten schneller. Ja. Auch wenn ein bisschen teurer ist, ja. Ja, da ist nicht leider, da ist leider, da ist alles. Wieso, da Ja. kommt alles dazu, weil das Auto Du muss ja brauchst irgendwie das. räumlich. Das Auto muss räumlich, das muss das verstehen. Ab Kameras allein reichen da nicht. Ja, das hat man ja bei Tesla mit dem Parkassistent gesehen, wo es dann nur auf Kamera umgestellt haben, wie gut das Ja, funktioniert. sicher, ja. Level 5. Selbst komplexe Situationen, etwa das Queren einer Kreuzung, das Durchfahren eines Kreisverkehrs oder das richtige Verhalten an einem Zebrastreifen, kann der autonome Wagen bewältigen. Es gibt keinen Autofahrer mehr, sondern nur noch Passagiere. Das ist Level 5. Das ist Level 5, ja, Ja. das ist quasi. Und vorher ist Stufe 4 noch. Was ist Waymo? Was macht Waymo? Was von Level Sente? Puh, 4. warte mal. Waymo. Aber das ist ja Waymo ist, glaube ich, schon Richtung Level 5, ha? Puh. Die Fahrer sind ja Passagiere. Ich weiß, sie haben Also, noch. es ist ein paar Level 4. Ja, Level 4, gell? Ah, wir gehen sogar schon. Es gibt sogar schon eine sechste Stufe. Oh, was? Wo bist denn du jetzt? The Levels of Driving Autonomy. Na, warte mal. The Six Levels. Ah, die fangen bei Stufe 0 an. Okay, deshalb, okay. Also 5. Ja, okay. Ja, 6 Stufen. Null ist immer, also 0 ist immer der Anfang. Ja, genau, ja. Also Waymo ist anscheinend bei Stufe Ja. 4. Also ist man. Level 4. Seit 2017. Aber nur halt wirklich in Phoenix, San Francisco, Los Angeles County und Austin, Texas. Ja. And Navia, also Design gibt es auch, die französische Firma. Warte mal, ich poste das jetzt daher. Navia, habe ich ja noch nie gehört. Was ist das? Self-driving solutions for a safe, profitable and efficient mobility. Aha, Level 4. Gut, dass du das gleich mit Französisch auch gesagt hast. A solution for goods transportation. Ah, okay, die bauen auch so Flughafen-Shuttles und so weiter. Also nicht die Shuttles, sondern die Autos, die wo so am Flughafen da die Gepäckstücke durch die Gegend führen und sind dort bei Level Genau. 4 zum Beispiel. Die machen eher spezialisiertere Vorsysteme nachher. Komischerweise haben die aber auch einen LiDAR-Sensor verbaut. Ja, ganz, ganz merkwürdig, gell? Also es ist immer das, was alle anderen machen, muss ein Schaß sein. Ja. Okay, ja, interessant. Level 4, Level 5. Schauen wir mal. Vielleicht ist es ja eine Möglichkeit. Ja, das so viel dazu. Für die deutsche Autoindustrie sich zu behaupten. Ja, sicher. Man muss jetzt halt ein bisschen Geld in die Forschung reinbuttern. Vielleicht einmal nicht an die Ja. Aktionäre ausschütten, sondern einmal in die Forschung buttern. Oh ja, gut. Gadget Picks. Oh ja. Jetzt müssen wir kurz einmal eine Notiz machen. Da.
Fuck. Die Busy Status Bar. Das ist ein geniales Ding. Business Das ist Built-in. im Endeffekt ist es Schaut aus wie ein Foltergerät. ja, es ist Zeiterfassung versus Productivity versus Information für Kollegen und so weiter und so fort. Das ist also ein kleines Gerät mit einem geilen, echt weirden Display, wenn du ein bisschen weiter oben scrollst, also so ein Matrix-Display. Also es ist ein AMOLED, aber es scha oder ein LED, aber es schaut halt aus wie so Oldschool-Pixel-Display. Das kann man sich auf seinen Tisch stellen, das kann man sich auf den Monitor dran heften und es hat ein Drehrad, einen Start- und Knopf und mehrere Funktionen. Das ist von Pomodoro. Also Pomodoro ist so ein Zeitmanagement. Wie sagt man da? Zeitmanagement-Prinzip, Prinzip. ja, genau. Ja, Technik wollte ich sagen. Ja, Prinzip. Also, das ist so, dass es jemand, du stellst das glaube ich auf 5 bis 15 Minuten ein oder irgend sowas, oder? Genau. Und Und dann drückst du dann, auf also. Start und dann erstens kannst du das auf, wird das noch in die App gesynkt oder in den Cloud-Service. Das heißt für die Zeiterfassung. Das kann gleichzeitig auch noch ausgeben am Display. Ah, der ist gerade an Call. Bitte nicht stören. Und das ist quasi die Hardware-Variante zu einer komplexen App. Was ich zumindest vom optischen her gefällt mir es extrem gut, weil es sehr simpel ist, simpel gedacht ist und ich wüsste nicht, ob ich mich mit dem Pomodoro-Prinzip generell anfreunden kann. Also ich finde das, also mit dem kannst du mich jagen. Also ich könnte so nicht arbeiten. Also da drei durch. Ich weiß es nicht. Also da drei, also da würde ich durchdrehen. Also wirklich, das ist überhaupt nichts für mich. Ich glaube auch nicht, dass du zwingend Zielgruppe bist. Ich glaube, das richtet sich an sowas wie ich es vielleicht mache mit Projektmanagement oder Ja, aber das. unsere Entwickler, die oft zwischen unterschiedlichste Na, Kundenanpassungen, das ist, man, Kundentickets das hin und ist schon her switchen. klar, aber dass ich da jedes Mal 15 Minuten lang arbeite und dann quasi Pause mache, das kann nicht mal am Weg. Ich glaube, da geht's eher darum, dass du das dir so definierst, wie du es am besten brauchst, Okay, das und du ist dir die wurscht dann. 25 Minuten nachher zum Fokussieren auf genau diese Arbeit nimmst, weil es ist ja genau das. Viele Punkte, auch gerade bei mir, die sind in einer Viertelstunde oder 30 Minuten erledigt. Wenn du fokussiert drauf arbeitest, das heißt, wenn nicht zwischendrin eine Nachricht bei TeamSigner kommt, eine Mail, Slack oder was auch immer, oder die irgendein Kollege anspricht, weil er jetzt noch eine Rückfrage hat und so weiter und so fort. Das heißt, von dem her, dass du effektiver arbeitest, ist das sicher nicht der blödeste Ansatz, weil du zwingst die dadurch selber mit dem Prinzip, dass du die auf das fokussierst, in dem Zeitraum. Punkt. Und du lässt dich von nichts anderem stören. Puh. Inwieweit das ich weiß es nicht, keine Ahnung. Bei uns schwierig, kann ich mir es fast nicht vorstellen, dass es jemanden gibt, für den das funktionieren könnte. Also, es wird jeden gut tun bei uns, aber ich glaube nicht, dass wir es alle so stringent in unserer Arbeitsweise wären, dass wir das auch einhalten, wenn der wirklich Das sagt, er ist jetzt gerade an sein Pomodoro-Dings und macht, fixst du gerade was?
er will nicht gestört werden, dass der, das dort ist gegenüber, wo es einer kommt, nicht sagt, ah, jetzt unterbrich einmal den Schaß. Das Das ist ist ja das genau das Nächste. Problem. Wenn müssen Ich das alle machen oder glaube, akzeptieren. wenn kannst du das wahrscheinlich im Homeoffice am ehesten noch machen. Und dann musst du halt wahrscheinlich auch alles andere wirklich komplett zumachen. Genau, ja. Und dann denke ich mir, okay, für was brauche ich dann das Ding da wieder? Damit du einen Anhaltspunkt hast für die Zeit. Ja, da kann ich mir ja so einen Timer setzen. Ja, sicher. Also, Genau. Ja, das ist da irgendwie. kannst du einen Shortcut bauen Ja, für es Mac ist oder irgendwie jetzt so eine das halt. Erfindung, wo ich mir denke, ja, allein, ich meine, wenn ich mir das jetzt für meinen Arbeitsplatz von meinem eigenen Geld kaufe, dann läuft ja schon was falsch. Na, wieso? Das sehe ich jetzt nicht so. Also. Ich werde mir nicht für die Arbeit ein Tool kaufen, damit ich meine Arbeit machen kann. Besser machen kannst, keine Ahnung, Ja, das ist ja. wenn du dir Was? selber denkst, du willst nach dem Prinzip arbeiten Ja, und eh, aber warum denke ich mir. wir wissen ja wohl, wie Entwickler sind, die sind ja alle sehr einfallsreich, wenn es um Lösungen geht, wie sie effizienter arbeiten können. Das schon, leid, du kriegst ja deshalb nicht mehr gezahlt. Das kommt drauf an. Ja, ich meine, wenn das die Logik in der Firma ist, dass du zumindest sagst, okay, du hast einen Bonus daraus, okay, aber wenn ich jetzt gleich sage, so wie es halt bei den meisten Firmen ist, ja, du bist besser in was oder schneller, dann heißt es halt, ja, da hast du das Nächste. Ja. Wenn sich das auf der Arbeitsleistung niederschlägt und du dadurch fokussierter arbeiten kannst und besser und schneller deine Sachen abarbeiten kannst, also. Wenn es jetzt keine Firma ist mit einem komplettversorgerhaften Management, fällt das ja wohl auf, dass jemand besser Gut, wird. das Problem ist, da bist du jetzt natürlich in einer Thematik drinnen, dass das sehr, sehr viele Firmen auch komplett egal ist oder nicht auffallen wird. Oder nicht auffallen will. Du hast das Prinzip verstanden. Ja. Das heißt, was ist mein, also das ist, fange da schon an, was ist mein Anreiz, in einer Festanstellung produktiver zu sein? Mehr Freizeit zu haben, weil du früher heimgehen kannst. Ja, das ist ja bei den meisten, das kannst du ja auch nicht. Sicher. Zumindest, wenn du ein vorgegebenes Stundenpensum hast, das du pro Woche abarbeiten musst und du das frühzeitig erreichst, dann kannst du heimgehen. Wenn du effizienter bist, ja. Ja, nur bei den meisten Firmen, weißt du, die schauen einfach stupide auf den Zettel drauf, wie viel Stunden warst du da? Wenn du nicht 7 Stunden am Tag da bist oder 7 Stunden am Tag arbeitest oder die Woche, sagen wir, 38,5 Stunden da rauskommt, Ne? ist denen ja wurscht, wenn du sagst, ja, ich habe da vielleicht 35 Stunden gebraucht, dann sagen die, ja, 3,5 Minusstunden, danke, ciao. So, ja, das ist ja leider die Realität. Ja, da gebe ich das schon recht, ja. Also, ich sehe gerade, ich meine, okay, das ist jetzt wahrscheinlich sehr demotivierend, aber ich sehe eigentlich als Angestellte oder Angestellter oder Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer, was ist der Vorteil, eigentlich wirklich mehr zu tun, als du machen musst? Es bringt da ja nichts. Ja, aber aus Arbeitgebersicht macht das Gerät überhaupt keinen Sinn, weil Nein, wenn meine Angestellten ein Gerät brauchen, um fokussiert zu arbeiten, dann habe ich die falschen Angestellten. da fängt es ja an, das ist ja schon Ja. einmal das Nächste. Aber gut, da sind wir ja bei einem klassischen Thema, dass sehr, sehr viele Unternehmen nicht gerade arbeitnehmerfreundlich sein. Ja, das wissen wir Und sie sich dann fragen, warum da keiner mehr arbeiten will. ja. Die Antwort ist meistens simpel. Man muss leider die richtige Frage stellen und ehrlich zu sich sein. Ja. Und deshalb meine ich das, also. Das wäre ja das Gleiche, ich meine, das wäre ungefähr so, wenn der in der Firma jetzt sagen muss, ja, ich muss mir meine eigene Tastatur kaufen. Ja, sicher. Also da sage ich ja dann auch, ja, okay, irgendwo, weiß ich nicht, ist das Thema jetzt, gehen wir da in die falsche Richtung. Ja. Stimmt schon. Ah, ja. Also da tue ich mir ein bisschen schwer mit so einem Teil. Also wenn du da, okay, ich verstehe es jetzt, wenn du daheim sagst, ich bin Programmierer, Ja,
Aber selbstständig, keine Ahnung, whatever, selbstständig, du arbeitest, deine Projekte oder so. was weiß ich, Freiberufler. dein Mitbewohner oder was weiß ich, oder dein Lebensgefährte, Gefährtin oder sonst irgendwas, dass sagst, okay, ihr habt auch Arbeitszimmer und dass das hinten drauf tust, dass jeder weiß, okay, was ist jetzt? Ja, genau, ja. Ja, sicher. So, und dann heißt es, Essen ist fertig. Dann sagst du, nein, ich bin im Pomodoro-Mode. Ja. Vielleicht ist das was für Freelancer, keine Ahnung, ich weiß es Ich auch nicht. bin Wie gesagt, ich finde reines Prinzip gut, ich kann es nicht umsetzen. Zweitens, ich find das Gerät einfach vom Prinzip her und vom Style her echt cool gemacht und cool gelöst. Ich würde es mir aber auch nicht kaufen, niemals. $189, ja, halt die Pappen. Finde ich nicht einmal schlimm. Also es ist schon mehr Geld für Kress und Schrott verlangt worden. Ja, das schon, leid, das ist ja quasi, boah, hey, also bei sowas bin ich immer, wenn ich das schon her, so Produktivität steigern etc., meistens fuckt mir das schon richtig ab. Ja. Weil ich sag dir ehrlich, die beste Art des Time-Trackings ist, du musst keine machen. Das spart am meisten Zeit, das ist das Effizienteste, was es gibt. Okay. Ja, jetzt wär, es wert darüber nachzudenken, fast schon philosophisch. Okay, gut. Lass ich mal so stehen. Okay, okay. Aber wir gehen gleich weiter. Also, Nintendo will sich ja das Prinzip Zeit auch nicht entgehen lassen, um nur damit Geld zu verdienen. Nintendo bringt den Alamo weg heraus. Ja, das habe ich gesehen. Hättest du das schon mal erklären. So, das Ding ist ein bisschen, ich meine, ja, es ist jetzt so, es ist eigentlich ein Wecker, der ausschaut, der hat halt ein Display in der Mitte drauf. Es ist so, dieser Wecker kann halt dann so Geräusche von deinen Lieblings-Nintendo-Helden machen, von Zelda, Mario etc. Und du kannst also, es gibt halt die klassischen Funktionen, er kriegt ja Updates, er läuft mit WLAN, das heißt, sie werden da in Zukunft neue Sachen drauf präsentieren. Oder du kannst in Und der, Zukunft neue Sachen kaufen. besonders Thema, das steht ja dann noch nicht. Und der hat halt auch so Sensoren, wo der checkt, ob du schlafst oder ob du jetzt aufgestanden bist und anhand dessen macht das. Genau, ja, so funktioniert der Wecker. Ich hab da gerade lichtsuchende Insekten bei mir im Genau. Büro. Okay. Das heißt, also das sind so der Bewegt, du kannst dann mit Gesten quasi die Snooze-Funktion aktivieren oder er checkt halt, wenn du aus dem Bett aufstehst. Er hat keine Kamera. Also, jetzt waren wir davor bei 189 Euro. Hättest du mal bei 100, 189 Dollar und hättest du mal bei 100 Dollar für einen Wecker. Ja, das, da zahlst du die Nintendo-Steuer. Ja. Also, ich sag jetzt schon, verkauft sich sicher wie geschnitten Brot. Ja. Okay. Ich weiß nicht, ob ich. Also, wenn ich sowas geschenkt kriege, ja, okay, nett. Sehe am ab, was wo es bei mir ausgestiegen sein ist, dass der nicht schön ist. Ja, Für er schaut halt kacke aus, mich schaut der subjektiv nicht schön aus. ja. Ja, das ist, das Weil stimmt allerdings, ja. ich hätte es wirklich cooler gefunden, wenn das einfach nur ein Display gewesen wäre. Ja, aber da hast du Also halt so der einen grauslichen Rand drumum. Es schaut eigentlich aus wie ein Klotz mit Display. Ja, das ist also in Summe, es spricht mich jetzt nicht an. Ja. Also da wäre was Schöneres gegangen. Ja. Von mir aus hätte er ausgeschaut wie eine kleine Nintendo Switch.
Ja. Wäre auch schon cooler gewesen. Okay. Also, oder irgendwas, aber das ist. Oder wie so eine alte. Du kennst schon die Nintendo 64 Cartridges. Ja, genau, Wenn ja. er ausgeschaut hätte wie sowas. Könntest du gleich zu einem von deinen nächsten Themen hupfen in dem Fall, Ah ja, stimmt, danke. oder? Das ist etwas, ja, wenn du jemand Nintendo 64 Cartridges daheim rumliegen hat. Yay! Genau, es gibt jetzt von, wie heißt Analog. die Firma? Von Analog eine Konsole, das ist eine N64-Konsole, die kann sogar 4K dann, das glaube ich, streamen, wo du deine alten Cartridges wieder spielen kannst. Und das Geile an dem Ich Da meine, der Spaß ist aber nicht billig, weil die kostet 249 Dollar. Das ist gar nichts bei Analog. Okay, ja, nein, also sie ist nicht billig, also das muss ich dazu sagen. Analog kennst du nicht, oder? Noch nicht gesehen. Ich Ich habe es glaube, vorher nicht den gekannt. Game Boy haben wir schon einmal besprochen gehabt. Das kann sein, ja. Ja, weil die haben nämlich ein Produkt, das ist also ein Game Boy-Nachbau. Und der Vorteil und der geile Stunt bei Analog ist, ich kann jetzt leider die Produktseite nicht aufhören. Achso, wohl. Der Stunt bei Analog ist, die haben also ein Gameboy nachgebaut, der kostet 220 Dollar zum Beispiel. Das heißt, da ist jetzt die Nintendo 64-Version ja recht okay vom Preis her. Die machen keine Software-Emulation. Das ist nicht so ein billiger Emulator, so ein Nein, nein, Software-Emulator, nein, der nein, das irgendwo ist. läuft, sondern die haben quasi den FPGA, was da halt verbaut war, damals nachgebaut und aufgebeamt. Jetzt hast du die Ja. Möglichkeit, dadurch zum Beispiel deine alten Gameboy-Spiele auf dem Analog Pocket zu spielen, auf einem OLED-Display in einer geileren Auflösung. Ja. Und dieselbe Geschichte bei dem Analog 3D, also beim Nintendo 64 Nachbau, was sie da haben, der kostet 249 Dollar. Alle Spiele funktionieren, werden von dem her eins zu eins so wiedergegeben, was du oft bei Software-Emulatoren hast, dass manche Spiele nicht funktionieren, manche Spiele funktionieren ganz schlecht, manche Spiele haben Bildfehler, was auch immer. Ich habe das Kapitel ja schon 10-mal durch mit Software-Emulatoren und Nintendo 64. Und das war halt wirklich das Ding. Du kannst das spielen, das hat einen HDMI-Ausgang, das ist etwas, was Nintendo 64 veraltet. Meiner hängt auf einen SVHS-Anschluss, auf einen 4K- Fernseher, kannst du dir eh vorstellen, es ist Ja. von der Bildästhetik nicht unbedingt augenschmeichelnd. Du, das hast du, ja. Ich bin jetzt nicht der Early Adopter, der sich das jetzt sofort für 250 Dollar kaufen wird. Ich bin Aber du aber bist angetan. jetzt der N64-Fan, der sich denkt, wieso eigentlich nicht? Spiele habe ich da. Ich habe andererseits auch meinen Software-Emulator. Ist auch okay. Geht ganz gut, abgesehen von dem Problem, dass manche Sachen wirklich nicht gehen. Und ja, du kannst die Original-Controller verwenden. Du kannst die anstecken. Du kannst über Bluetooth, die haben nämlich eigene Controller vorgestellt, die sie zusammen mit 8BitDo gemacht haben. Das ist quasi so eine Variante vom Nintendo 64 Controller, allerdings nicht in der Form vom Nintendo 64 Controller. Ja, das ist kein Fehler. Ja. Das ist, Geschmackssache. also, na, es gibt, also, da gibt es keinen Geschmack. Wer so eine Hände hat, bitte geht's zum Du Arzt. brauchst ja nur drei Hände. Das ist das Problem. Also wenn du so eine Hände hast, bitte geht's echt zum Arzt. Also, weil ich krieg Schmerzen bei den Controller. Ja, okay, ist wurscht. Und jedenfalls, also ich finde das ist ein cooles Ding. Also ich persönlich selber kaufen würde man es jetzt nicht für den Preis. Also wenn es irgendwann noch billiger hergeht oder so, klingt's cool. Aber bei Analog ist es halt so, das ist halt qualitativ extrem hochwertig und billiger geht das nicht weg. Es ist halt so, es sagt ja schon der Name, es ist analog und analog ist leider nie billig. Ja. Ja, analog.
in dem Ja, Fall es ist, ich nicht meine, die ganz Anschlüsse korrekt. seien halt nach wie vor noch, ja, Es ist halt alt. die alte Retro-Zeig ist das Ja. halt, ja. Und ja, cool. Cooles Ding, ja. Echt geil, ja. Gut, du darfst. Ich darf. Ah, okay, das ist das, was ich vorhin erwähnt habe. Wir waren ja vorher bei Threads und jetzt warte mal, jetzt gehe ich mal zurück und mache das einmal kurz da eine Marke stellen. 1,20. 20. So, J-Sizzle. Alex habe ich das eher mal die Tage mal geschickt. Wir haben ja schon über Threads geredet und Threads ist ja ein bisschen eine weirde Plattform. Das ist mir auch schon aufgefallen. Das ist eher so ein, wie sagt man da, Bait-Clicking, oder? Ja, Bait. Gut, es ist ja eh in Summe wurscht, das sind ja eh alle. Es hast du mittlerweile überall. Also, Ja. was macht man, um Aufmerksamkeit zu erregen? Man schreibt einfach irgendwas, was polarisiert. Das hast du ja mittlerweile eher auf alle Kack-Plattformen. Ich schreibe ja keiner mehr irgendeine sinnvollen Sachen. Ich habe mir heute das gekocht oder ich habe das gemacht oder wir haben das unternommen und so weiter und so fort oder cool da, coole Software, sondern es muss einfach immer was Polarisierendes sein. Na, du schreibst zum Beispiel, ich hasse Nutella. Wie stehst du dazu? Genau, sowas. Genau. Etwas, was die Leute triggert und zum Kommentieren Oder oder liken. eigentlich brauchst du gleich schreiben, ich hasse Nutella. Fertig. Ja. Wird reichen. Ja, genau. Das ist jemand, den ich kenne von einem anderen Podcast, der hat sich das gedacht, er macht jetzt einmal Threads-Account, hat sich einmal eingeschaut und ja, hat nicht interessiert. Und dann war es langweilig, dann hat er nochmal eingeschaut und dann hat er sich durchgeklickt und hat er langsam herausgefunden, was ist das Prinzip von der Plattform, wie funktioniert die? Und der hat sich nachher gedacht, tja, ich schreibe jetzt Warum einfach nicht? komische polarisierende Messages und schau mal, wie die Community dort drauf reagiert. Jetzt müssen wir mal schauen, wie viele Follower er mittlerweile hat. Okay. Er hat 84 Follower mittlerweile. Aber er hat Nachrichten, die haben teilweise Ja, da ist. 200 Na, warte mal, Kommentare, ich war am Bessern. Er hat an, boah, 1300 Kommentare. 1300, ja. Genau. Und das Schmankerl ist, was er schreibt. Und oh, jetzt muss ich eh schon lachen, das habe ich noch gar nicht gesehen. Okay. Habt ihr einen Tipp für ein gutes veganes Bier? Sollte vom Geschmack schon echt wirken. Okay, hat jetzt nur die zwei eingeschlagen, 2 Likes, 15 Kommentare. Also, Ist aber etwas, was man, womit man in Österreich eigentlich eine Grundsatzdiskussion auslöst, inklusive Menschenrechte. sei bestes Sieger ist Köln, ist für den Dom bekannt, Hamburg für das Fischbrötchen, Berlin für den Krapfen. Wofür ist eure Stadt bekannt? Ja, das ist jetzt nicht polarisierend, das ist jetzt etwas, wo jeder sich beteiligt, weil er irgendeine Eigenheit von seiner Stadt reinklopfen will. Aber es gibt dann ganz weirde Sachen. Stellt euch vor, ihr habt ein Date mit einem Mann und er bestellt sich eine Cola Zero. 249 Kommentare, also es muss schon mal angefangen haben zu polarisieren, der Beitrag. Oder hab am Sonntag leider das Hackfleisch im Kofferraum übersehen und nach dem Einkauf kann man das noch essen, komplett braun und abgelaufen. Naja. Und Mädels, wie fändet ihr es, wenn euer Freund Mann der Kassierin im Supermarkt einen schönen Tag wünscht? 200 Ohren Kommentare. Also, Ja. ich glaube, ich lege mir Threads zu, allein für sowas. Ja, leider, es Aber ist komplett. Meta hat schon gesagt, dass es was gegen das Unternehmen wird. Ja, Oder, vor allem. das ist ein FDP-Spruch. Was ist das Letzte, was ihr euch für mehr als 50.000 Euro gekauft habt? Ja, da würde der FDPler sagen, bei so wenig Geld weiß ich nicht einmal mehr. Das ist
Oder wärt ihr als Mann okay, wenn eure Freundin zu einem männlichen Friseur geht? Ich meine, mich wundert, dass es nicht selber irgendwann ankotzt, den Schaster Nein, ich glaube, das kotzt nicht so schnell Mir an. wäre ja irgendwann selber langweilig dabei. Ja, hat eh schon seit 6 Tagen nichts mehr geschrieben. Ich bin nicht überrascht. Ma! Da war noch was Geiles. Heute gab es. Ah, der hat 686 Kommentare. Heute gab es bei meinem Ja, kleinen das ist. Vier im Kindergarten Döner. Versteht ihr das? Ich das gar nicht gut finde? Ah, das ist echt. Ja, nur. Da triggert man alle. Nämlich, da triggert man die linksgrünen Korrekten, die sagen, das ist ja rassistisch. Und du triggerst gleichzeitig die ganzen Rassisten, die sagen, das ist eine Schweinerei, dass es im Kindergarten Döner gibt. Was ist denn das für Kultur in Deutschland? Das ist so geil, du musst den Mittelweg finden, um einfach alle zu triggern. Ja, nur es ist halt auch das, sag mal, du machst das jetzt länger, du gewinnst ja damit eine Followerschaft, die null Sinn macht. Ich glaube, da geht es nicht darum, eine Followerschaft zu gewinnen. Das ist einfach nur Leuten die Zeit zu rauben. Du musst dir denken, die Leute nehmen sich 1 oder 2 Minuten oder 3 Minuten Zeit, sich was auszudenken und ihr komische Antwort reinzutippen. Du hast denen quasi Zeit gestohlen. Das ist so das geilste Trollen überhaupt. Ja. Mir gefällt das. Ja, irgendwie die Plattform. Okay, aber bitte. Ja, keine Ahnung. Nein, ich finde leider die Sachen witzig, dass man so maximal alle triggern kann. Ja, das geht, ja, das Das will man sehen, das finde ich geht. Das find ich super. geht. Okay. Passt. Dann. Ja, dann noch was Kurzes, und zwar Xbox möchte es ermöglichen, dass all deine Spiele, die du auf der Xbox besitzt, oder dass man ja durch die Xbox besitzt oder dann in den Xbox Account drinnen hat, dass die nicht mal im Xbox Game Pass drin sein müssen, sondern dass man wirklich alle einfach streamen kann, dadurch in der Cloud. Also da kämen dann wahrscheinlich tausende neue Spiele dazu. Das heißt, alle Spiele, die du auf der Xbox hast, könntest du dann Ja. theoretisch über Game Pass Ja, du überall brauchst nicht spielen. mehr einen Game Pass, du kannst einfach Ach so. streamen, ja, genau. Ja, also natürlich, ja klar, du brauchst halt den Cloud-Service, den brauchst schon. Den musst du zahlen, ja. Ja. Ja, den musst du zahlen, aber Ja. dann kannst du streamen, ja. Sind im Game Pass nicht alle Spiele drin, die es so auf der Xbox gibt? Na, bei Nicht weitem nicht, ja. alle, Stimmt. nein, nein. Okay. Nö, nö. Man macht natürlich Sinn, das ist halt quasi, um die Lücke zu GeForce Now zu schließen. Ja, klar. Und Microsoft hat, was Konsolen-Gaming gibt, eh Aufholbedarf. Und das ist halt eine Möglichkeit, da noch ein bisschen mehr Leute direkt an den PC oder an andere Devices und damit an das komplette Spielangebot weiterzubinden. Ja, genau. Ja. Cool. Gut, dann hast du nur zwei Lesepicks. Ah ja, genau. Kopierst du mir die bitte noch schnell eine? Ja, mache ich dir. Einmal. Ah, danke dir. Zweimal. Also das erste ist, das sind eh zwei recht kurze Sachen. Also man muss sich, ich will nicht einmal direkt viel Worte dran drüber verlieren. Das erste ist das Euklid-Projekt vom Euklid-Weltraumteleskop von der ESA. Da haben sie jetzt die ersten Bilder von die Observationen veröffentlicht, dieser 208 Gigapixel Foto,
Das ist präsentiert worden und das gibt einen Einblick in einen kleinen Teil des aufgenommenen oder kartografierten Universums. Kartografiert ist vielleicht ein bisschen falsch, aber ja, wohl, eigentlich schon. Ja. Das kann man sich anschauen und irgendwo gibt es das noch ein A, dass man da schön cool reinzoomen kann. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo das war, ob das A da drinnen war, der links, sonst muss ich den separat nochmal aussuchen. Text continues after the sidebar. Ja, es gibt da ein Video dazu, da kann man sich so mal. Oh, Ton ausschalten. Da kann man sich das anschauen. Da fliegen sie im Video nachher durch und schauen sich das einmal an. Irgendwo gibt es das nachher noch als interaktives Bild, wo man sich das anschauen kann. Finde ich natürlich Space-Themen, finde ich immer bemerkenswert schön. Und das zweite ist von der Wiener Zeitung: Jung und außer Atem. Wie Covid-19 Laras Herz schwächte. Und da geht es halt um Long-Covid. Und wie immer bei der Wiener Zeitung schön aufbereitet mit vielen Quellen und Verweisen. Ja, wie es einer 25-Jährigen geht, die Long-Covid hat und extreme Kurzatmigkeit und Probleme. Und wir haben es eh mal besprochen, also ich habe nach meiner letzten, also Long-Covid in dem Sinn habe ich nicht in dem Sinn, dass ich mit der Luft Probleme hätte, aber ich habe echt monatelang extreme Probleme gehabt mit dem Erinnerungsvermögen und mit dem Konzentrieren. Was ja auch so eine Nebenwirkung von der Dreckskrankheit ist. Naja. Deswegen impfen, dann ist es nicht. Wenn ich nicht geimpft gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich schlimmer gewesen. Ja, also ich meine, das passt schon, ja. Ja. Gut. Ja, das ist gut. Dann haben wir das auch wieder geschafft. Sind wir fertig für heute und wir hören Sind wir uns fertig für heute, ja. Wir hören uns. nächste Woche wieder. Wieder. Ja, richtig. Richtig. Dann Ja. wie beim letzten Mal, es gibt zum Schluss wieder ein Outro für unsere Podcast-Zuhörerinnen und mir bleibt dann nur noch zu sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Habt einen wunderschönen Tag und eine wunderschöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Okay, ciao.